Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spiele ich bei diesem Cup mit. Das ist gerade meine erste Runde und hier ist schon der erste Einblick. Zwei Kills schon, weil es nicht von Anfang an oder ganz schön knapp von mir gespielt, trotzdem schon drei Kills. Eigentlich relativ gut, finde ich. Na, und wie findet ihr meinen Skin? Dann gehe ich mir da gerade einfach mal Minis. Okay. Ist das gut? Erste Runde schon ungefähr 10. Ja, dann noch ein Biggie. Da kommt schon der nächste Gegner, muss ich schnell meine Scar wieder einpacken. Der Renegade Raider hat auch gedacht, er kann mich flachsen nehmen. Und da habe ich einen schönen saftigen Hit gegeben. Ja, nun jetzt noch ein Hit gleich. Und dann musste ich halt in die Zone. Habe ich nicht so drauf geachtet. Da ist er halt abgehauen, aber hat. Da habe ich dann noch ein Jump-Hack geplaced. Und da habe ich mich leider verbaut. Da musste ich schnell in die Zone gehen. Und noch ein Punkt. Das ist meine erste Runde und ich habe schon 8 Punkte. Ja, dann gönne ich mir gerade ein Medikit. Und ich trinke gerade meine Pepsi. Ja, ich wollte den Typen da ein AR geben, aber leider war meine AR leer. Dann sehe ich, dass da oben dieser Typ ist. Und da habe ich gesehen, da hinten ist auch noch einer. Den wollte ich jetzt anballern. Habe ich versucht, zack, und einen Hit gedrückt. Und, aber ich wusste immer noch, da oben ist einer, hat den Schiss, dass er mich sniped. Dann habe ich nicht auf die Zone geachtet, habe erst mal ein bisschen gecampt. Dann habe ich halt etwas gecampt, damit ich noch lebe. Habe diesen Typ gesehen, wie er da längs läuft und wollte ihn lasern, habe ich aber nicht gemacht, weil es zu schlecht war. Dann sehe ich, dass er sich da längs baut, wollte es kaputt schießen, aber auf einmal war er nicht mehr da. Habe alles kaputt geschossen, aber er war nicht da. Er war ein Geist, wurde weggemacht. Da hatte ich ihn gleich gesehen, wie er hinter das Haus gelaufen ist. Und dann bin ich in die. Sehe ich, dass er hinter das Haus läuft. Und dann auf der Rasenfläche ist. Da laufe ich da ein bisschen rum. Dann wollte ich da ein bisschen flexen, habe ich aber nicht gemacht, weil ich nicht kann. Dann gehe ich langsam in die Zone. Dann gucke ich noch mal, ob da irgendwo ein Gegner ist. Ach, da kommt diese Maradeure runter. Ja, da gönne ich mir nochmal die Kiste. Leider nur Minis. Aber ich habe ja auch genügend hier ein, ja. So. Dann muss ich schnell in die Zone laufen. Hab mir gedacht, oh shit, hier ist ein Boot, danke. Fortnite. Bin ich schnell in die Zone gefahren. Und dann habe ich. Dann fahre ich in die Zone einmal durch die Bäume. Dieses Boot will ich fahren, muss ich wieder auf den Speed warten. Hab mich aufgeregt. Dann fahre ich da. Da habe ich gedacht, what the fuck? Ich wäre fast gestorben. Da hat mich jemand fast von hinten weggesniped. Hab nur gedacht, schnell weg hier, ich muss hier aussteigen. Und dann habe ich einfach gesehen, da sind die Maradeure und die wollten mich snipen. Ich denke, dass sie es waren. Zack.
laufen die Zone immer noch. Kennt man ja nichts anderes. Bin gleich in der Zone, habe mich gefreut, habe gesehen. Oh, noch ein Punkt. Hab da gesehen davon, dass er jemand gebaut hat. Hab versucht ihn zu lasern, hab mir gedacht, ah nee, der ist jetzt hier runtergesprungen, dann gehe ich da drauf. Hab gesehen, dass der noch einer fightet. Dann habe ich mir einmal ein Medikit gegönnt. Hab die Falten gelassen. Da hat er sich in der Box da eingebaut. Hab nur gedacht, schnell, mach schneller, ich will den killen. Dann habe ich gewartet, bis der Typ in der Box ist. Und dann habe ich ihn weggelasert. Bin wieder etwas zurückgegangen. Da habe ich gedacht, soll ich jetzt pushen? Habe ich aber nicht gemacht. Bin hier geblieben. Habe gewartet, bis der andere Typ kommt. Habe ich gesehen, der Typ will sich den Loot gönnen. Habe ihn nicht pushen gegangen, sondern wollte ihn wieder lasern. Habe ich gewartet, hat er sich gegönnt, aber trotzdem mache ich. Da habe ich gesehen, oh, schmackhaften Loot, was soll ich machen? Dann hat er es rausgekommen. Dann habe ich ihn gelasert. 254er, und da habe ich halt Pressure mit der SMG gemacht, dass er sich nicht hielt. Dann habe ich gesehen, oh shit, ich muss mal wechseln. Dann habe ich nur gehört, er will Minis trinken. Bin da runtergegangen, habe drauf gemacht, hat er nicht bemerkt. Habe ich ihn gekillt. Zack, nächster Kill. Hat man nur gedacht, oh, schmackhafte Tag. Da habe ich mir noch schöne Mats gesnackt. Dann noch Minis. Aber nee, ich habe gedacht, nee, die Minis, die muss ich mitnehmen. Hab dann noch die anderen Minis eingesammelt. Musste wieder in die Zone laufen. Man kennt es ja nicht anders, dass man in der Zone läuft. Ja, 5 Kills. Und schon nur noch 9 Leute, habe ich mir gedacht. Hab gedacht, oh shit, erste Runde, schon vielleicht epischer Sieg. Hab mich richtig gefreut, dass ich schon so viele Kills hab. Und obwohl es ein Cup ist, da habe ich mir ein Splashy gegönnt. Dann gehe ich weiter in der Zone. Hab ich gesehen, da vorne ist ein Gegner. Aber ich wollte nicht, dass er mich lädt, deswegen musste ich ja erst zubauen. Dann hat er mich abgeschossen. Da habe ich gesehen, oh shit, die Zone kommt. Ich muss irgendwie da hingehen. Habe versucht, ihn jetzt zu lasern. Aber dann habe ich einen Hit an mein Gesicht bekommen. Da habe ich da mich hochgebaut. Und da habe ich gesehen, da habe ich diesen Typ da unten gesehen, wollte ihn lasern. Habe ich ihn einen Hit gedrückt. Dann ist er vor mir, da war ja eigentlich, dann ist er da oben, haben die gefightet. Und dann ist dieser Typ da runtergesprungen und wollte mit mir Team. Habe ich aber nicht zugelassen, habe ihn gekillt, habe gedacht, hey, dieser Typ ist auch noch da oben, habe es abgeschossen. Dann habe ich gesehen, der ist nicht mal da, dann bin ich schnell, habe mir Splashies gegönnt, habe noch mal geguckt, was er da hat, habe ich mir die Splashies alle gegönnt. Hat die Medikits mitgenommen und bin schnell in die Zone gelaufen. Zum Busch dahin musste mir Medikit gönnen. Dann habe ich gewartet, bis es endlich fertig ist. Habe ich gehört, da ist jemand mit Grappler. Bin er erstmal ein bisschen im Busch geblieben. Dann habe ich geguckt, wo noch Gegner sind, hab davon welche gesehen, hab nur gedacht, oh shit, ich muss hier bleiben. Da hatte ich erstmal gewartet und hab gesagt, oh shit, schon 6 Kills und es leben nur noch 5 Leute. Habe ich mir dann gedacht, what the fuck, und ich habe schon 15 Punkte in der ersten Runde, die ich da gespielt habe. Aber leider konnte ich ja nur die Runde spielen, weil es schon 17:40 Uhr war. Dann habe ich die Munikiste noch geöffnet, bin da hingegangen, hab nur gehört, oh, der Typ mit dem Grappler ist hier, ich muss hier schnell weg. Hab gedacht, nee, ich fahr keine Seilbahn, dann werde ich sonst noch gelasert.
bin wieder ein bisschen, bin in die Zone so gegangen. Dann habe ich nur gesehen, oh shit, hier sind überall Gegner, was soll ich machen? Hab den Typ da vorne gesehen. Wollte ihn aber nicht pushen gehen, aber ich musste, die Zone musste zu ihm dann gehen. Da habe ich nur gedacht, ach, jetzt muss ich da hin, sonst kann ich nichts mehr machen. Und da habe ich gesehen, ach, das ist der Grappler-Typ. Der ist ja dann nach oben. Da habe ich, ist er dann nach oben geflogen. Dann ist ja die ganze Zeit im Grappler da rum. Da musste ich wieder in die Zone. Hat mir, denn die Zone macht 100 Ticks. Da lebten nur noch 3 Leute. Da wollte mich, lasern, aber ich konnte nicht bauen. Dann bin ich da runtergeflogen. Da habe ich ihn gelasert, wollte ihn pushen gehen, hab Pressure gemacht, er war nicht mehr da. Hab ich nur gedacht, wo ist dieser Typ hin? Da habe ich gedacht, dachte ich, der Typ ist da oben, hat das abgeschossen. Da habe ich bemerkt, der Typ ist nicht da. Und dann hat er mir auf einmal 2 Tag-Hits gegeben. Hat mich absolut erschrocken. Hat da um mein Leben gebaut. Da hat er einen Jump-Hit platziert. Dann wollte ich da rauf. Auf einmal hat der Hai mich da angegriffen. Und bin da runtergeflogen. Da musste ich nur schnell in die... Bin ich schnell in die Zone geflogen. Und dann hab ich gesehen, oh shit, da hinten sind 2 Baufalls. Bin ich schnell in die Zone gegangen. Ich hab gedacht, da hinten gehe ich nicht hin, ich gehe zu den Großgebauten. Es leben ja noch 2 Leute, da hinten ist der mit dem Grappler. Da bin ich da vorne hingegangen. Der hörte mich nochmal in-game. Bin schnell von Hai weggeschwommen, damit er mich nicht einbeißt. Da habe ich den Busch gesehen, habe gedacht, da ist ein Typ drin. Dann habe ich gehört, da oben ist der. Da habe ich nochmal da rumgeguckt, ob da irgendwas ist, wollte mich zuerst dahin schälen. Dann habe ich aber bemerkt, nee, das ist nicht so gut. Bin da reingegangen, habe mir die Minis noch mitgenommen, bin im Busch campen gegangen. Da habe ich gewartet, bis die fighten. Hab ein bisschen noch gewartet. Und es leben nur noch 2 Leute, habe ich dann auch gesagt. Da habe ich die Flosse davor noch gesehen. Habe ich Flosse gesehen. Hat die mir schnell gesnackt. Da habe ich gehört, die ballern sich ab. Habe ich nur gedacht, yippie, es könnte doch was noch werden mit dem Sieg. Hat 6 Kills. Hab den Grappler gehört. Und dann sah ich nur noch einen Gegner. Bin sofort nach da oben gegangen. Hab ihn gesehen, hab ihn eingebaut. Und dann ist er gestorben.